Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespielfreunde, zu Dawn of War 2 Retribution. Ja, die der Kampagne immer noch. Also die letzte Staffel, letzte Kampagne für dieses Spiel. Weil ich denke mal, Chaos, Space Marines und Orks sind da nicht ganz so interessant. Zumal es eh hauptsächlich dasselbe ist. Bei Elder bin ich jedoch nachher auf die Typha-Mission gespannt, aber zuerst Turm Golgotha gegen die Orks. Ja, wo wir dann Banshees freischalten werden. Und hier das Upgrade für den Phantomlord. Jo. Akquisitionen von Nachschub und die Vergrößerung der Armee sind sehr wichtig. Und diese Übertragung zeigt, wo wir etwas finden können. Wir haben da Energiepunkte gefunden, Boss. Sollt uns da Saft geben, um sie fertig zu machen. Und warum erzählst du mir davon? Hab gesagt, du sollst da finden und bewachen. Selbst wenn da Menschen nicht zurückkommen, dann kommt irgendwer anders dafür. Wir sollen auf deiner Energiepunkte Sitzstück machen, dass da Typen zu uns kommen? Das macht doch keinen Spaß. Wir brauchen da Punkte nur lang genug, um Daisy zu bauen. Und dann fängt der Spaß an. Ja, Daisy. Wer auch immer seine große Killermaschine Daisy nennt, das können nur Orks machen. Wetten wir, der Warboss ist mit einer Axt namens Lisa verheiratet oder so? Gott. Ja, Energiepunkte einnehmen. Und jede Menge Ork-Teleporter zerschnitzeln. Oh, was ist das? Boss, der Kampf kommt endlich zu uns. Was? Haltet sie von der Energiepunkte weg. Daisy ist noch nicht fertig. Orks, das wird ein hässlicher Kampf. Bin unterwegs. Ich spioniere gegnerische Aktivitäten aus. So, erstmal die Punkte. Dann holen wir uns Warpspinnen. Oder auch nicht, weil ich den Befehl abgebrochen habe. Das dauert echt lange, Warpspinnen zu rufen. So, ein Ork-Boss-Trupp. Ja, gegen Orks sollten wir unseren Phantomlord Champion die Schurikenkanone geben. Jetzt, ich bin unterwegs. Wir werden es zerstören. Ich werde scharfen Tod über den Feind niederregnen lassen. So, den Punkt einnehmen, dass wir Truppen rufen können. Ah, unsichtbarer Kommandotrupp. So, ich könnte jetzt theoretisch Phantom-Druiden holen. Ja. Verstehe. Bin auf dem Weg. Das wird eine Demonstration. So, erstmal der da weg, weil der ist böse. Dann pulverisieren wir die. Und dann das Gebäude da. Doch. Oh, da ist eine. So. Da war so ein Ork-Turm, da so ein Ork-Geschütz. Betonung auf war. Oh, Stickbombs. Wie niedlich. So, neue Warp-Spinnen. Ich
Ich habe ihre Anzahl. Ein bisschen Heilung. Was muss sein? Dich reparieren ein bisschen. Weisheit, bin jetzt unterwegs dorthin. So, dann brechen wir zum Weird Boy durch. Ein paar Mosher-Boys. Nicht der Rede wert. Mosher-Boys in Deckung. Oh. Ein Orksturm. Das war der Fußstampfer. Jetzt ist er tot. Beziehungsweise erstmal außer Kontrolle. So. Grundstein der Hexenwelten erhalten. Okay. Also jetzt dann über die Brücke. Das können wir erst später einnehmen. Tag. Ganz schöner Kugelhagel, halten wir mal dagegen. Da die Plünderer loswerden, damit die uns nicht mehr festnageln. So, weg mit dem Geschütz, das da einnehmen. Dann können wir uns neue Phantomdruiden holen. Ein Trupp für den zweiten reicht leider nicht gerade und auch für einen neuen Warp-Spinnentrupp reicht es gerade leider nicht. So, dann als nächstes hier hin den Punkt einnehmen. Dann natürlich hier oben rüber. Ja, das kennen wir, das ganze Prozedere. Weiß, bin jetzt unterwegs dorthin. Wir werden es zerstören. Natürlich, unsere Strahlkraft muss wachsen. Eine gegnerische Einheit. Ich werde in Erfahrung bringen, was möglich ist. Ihr seid so schwer, um in einen Bunker zu gehen. Wir können aber auf jeden Fall eine Art Gravitationsplattform dann rufen. Das sind viele Orks. Aber selbst viele Orks sind kein Problem für uns. Hier ist ja halt auch ein Ork-Teleporter. So, dann jagten wir mal den Teleporter in die Luft. Geht dank Phantomdruiden recht schnell. Ja, Phantomdruiden sind toll, die haben Waffen, die gegen alles effektiv sind.
dessen Herr wir vertrauen auf aggressive Verteidigung. So. Den Energiepunkt einnehmen. Wir haben unser Ziel erfüllt. Eine Antigraf-Plattform rufen. Ui, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ihr klaut, was wir rechtmäßig geklaut haben. Jungs, rein und zurück erobern! Die Pracht des Phantomkristalls erweitert. Zeit zum Aussteigen. Wir müssen uns für. Upgraden mal natürlich auf Warp-Kanone, dass das mächtiger wird. Verstehe, bin auf dem Weg. So, und jetzt reibt euch. Na, bis jetzt klappt das ja ganz gut. Schießt bitte das Teil kaputt für mich. Danke. Da fliegt mal wieder ein Ork durch die Gegend. Na, der fährt doch nur so einen Generator, das ist nicht so nett. Du ziehst dich mal zurück, um dich zu heilen. Weil du heilst dich ja zu viel in der Nähe von Portalen. Es geht jedenfalls schneller und effektiver. Als dich zu reparieren. Ich habe ihre Anzahl. Ihr Jungs habt der Energiepunkt noch nicht zurück? Toll! Weg da! Wir nutzen die Energie von der anderen, um fertig zu werden! Ja. Jetzt müssen wir den einnehmen. Und dann den letzten hier oben irgendwo. So, wirf mal Granaten auf die Jungs da. Gerade den es erwischt, hätte erwischen sollen, hat es nicht erwischt. Da ist wieder eine Ork-Kanone, das Ork-Turm. So, jagt mal das Gebäude in die Luft. Ein Phantomlord, bitte. Und Schurkenkanone für den. Wir werden es zerstören.
So, holen wir hier die Erfahrungspunkte und die Anforderungspunkte und Energiepunkte. Ich werde vorne die Gegend auskundschaften. Und ich sollte meinen Ranger einsacken. So, da die Nachzügler töten. So, damit kann ich neue Warpspinnen rufen mit dem Versorgungspunkt. Und doch haben sie einen erbeuteten Panzer. Das war der Ork-Panzer. Der Bunker ist gleich platt. Der da zum Glück nicht. Du nimmst uns den Punkt ein. Ihr geht mal da drüben hin. Gut. Energiepunkt. Oh Mann, sind da gierig. Ich schick jetzt der große Dacker zum Zurückerobern. Ja, schick ruhig dein großes Dacker. Wie es verlangt wird. Ausrüstung ist nicht so wichtig wie Geschick. Weiß, verstehe. Wunderschön tödlich. Ich werde bei einem sein, was besser verstanden. Ja, bis jetzt noch kein großes Dacker, eher großes Mosche, was da so ankommt. Da die Orks weg. Oh. Raketenwerfer, die machen ein bisschen Aua. So, den Panzer weg. Oh, der Gargbot. Der Killer Ken. Was? Wir haben deinen Energiepunkt noch nicht zurück. Jungs, zurück zu Daisy, aber schnell. Verjagt sie von der letzten Energiepunkt weg. Unser Blut wacht von oben über uns. Ich bin bereit für alles. Vor allem für den Kampf. Zum Glück scheint Phantom-Druids nicht so leicht zu sterben. Schurikenkanonenteam bereit.
Ja, jetzt kommt die interessante Sache, nämlich den Energiepunkt erobern. Der hier plötzlich so aufgetaucht ist. Und dann mit Daisy herumprügeln. Ihr könnt ruhig mal nachziehen.